Es ist mal wieder Laptop-Zeit. Dieses Mal wollen wir einen Blick auf eine Reihe mobiler Arbeitstiere werfen, die einen etwas anderen Ansatz verfolgen und den Punkt Mobilität auf das nächste Level bringen wollen. Die Rede ist von LGs neuester Iteration der Gram-Serie, die dieses Jahr erstmalig auch hierzulande erscheint. Wodurch sich die Grams von der Konkurrenz abheben wollen, ob sie das schaffen und was euch hier sonst noch so erwartet, das erfahrt ihr wie immer hier. Die Gram-Serie ist hier bei uns in drei Größen und vier Varianten erschienen. 14, 15,6 und 17 Zoll. Alle aktuell in schlichtem Grau und mit identischer Hardware. Abgesehen von einer etwas potenteren Option für das Gram 17, aber dazu kommen wir gleich. Ich habe hier für euch das Gram 15. Werfen wir aber erstmal einen Blick auf das Gerät selbst. Das erste, was hier bereits beim Auspacken auffällt, ist, wie könnte es anders sein, das Gewicht. Die 15 Zoll Variante bringt es auf gerade einmal 1,12 Kilogramm. Das kleine 14 Zöller sogar knapp unter einem Kilogramm und auch das 17 Zöller ist mit 1,35 Kilogramm extrem leicht. Um das mal in Relation zu setzen, das kleine MacBook Pro mit 13 Zoll wiegt mit 1,4 Kilogramm bereits mehr als die 17 Zoll Variante. Damit ist der Fokus bereits klar, ein möglichst leichtes Gerät für maximale Portabilität. Dieses Ziel wurde also definitiv schon mal erreicht. Aber schauen wir mal weiter. Ein wichtiger Grund für das geringe Gewicht lässt sich direkt erfüllen. Hier gibt es nicht, wie sonst bei vielen Ultrabooks aus dem Premium-Bereich üblich, ein Alu-Gehäuse, sondern eins aus besonders leichtem Magnesium. Daher gibt es hier auch an allen Seiten eine leicht raue Oberfläche, die einen guten Grip bietet und sich nach meiner Zeit mit dem Gerät als erfreulich unempfindlich für Fingerabdrücke erwiesen hat. Grundsätzlich gibt es hier rundrum Premium-Verarbeitung ohne scharfe Kanten oder unschöne Spaltmaße. Der Deckel lässt sich bequem mit angenehm leichtem Widerstand einhändig öffnen. Dabei fällt aber direkt die etwas erhöhte Flexibilität auf, die dem minimalistischen Materialansatz geschuldet ist. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch auf der Oberseite im Bereich der Tastatur. Auch hier lässt sich die Oberfläche leichter eindrücken, als man es sonst gewohnt ist. Aber auch nach längerer Testzeit hat sich das in der Praxis nicht als nachteilig herausgestellt. Das zieht sich so durch das gesamte Gerät und ist letzten Endes der Preis, den man für das geringe Gewicht in Kauf nehmen muss. Trotzdem wiegt das Gerät dadurch keineswegs billig oder ließe befürchten, dass es weniger beständig wäre. Schauen wir uns mal die Anschlüsse näher an. Diese fallen für ein Ultrabook angenehm üppig aus. Rechts gibt es einen Kensington Lock, zwei USB 3.1 Anschlüsse, eine Kombiklinke für Kopfhörer und Headsets sowie einen Kartenleser für Micro-SD-Karten. Hier hätte ich mir lieber einen für normale SD-Karten gewünscht, das ist etwas schade. Dafür verschwinden die kleinen Karten bei der Nutzung immerhin komplett im Schacht. Auf der linken Seite gibt es einen USB-C-Anschluss mit USB 3.1 der zweiten Generation und Thunderbolt 3, sodass ihr hier unter anderem externe Monitore oder sogar Grafikkarten anschließen könnt. Außerdem habt ihr auch die Möglichkeit, das Gerät hierüber zu laden. Daneben gibt es einen HDMI 2.0 Anschluss, eine weitere USB-A-Buchse mit USB 3.1 sowie den Anschluss für das mitgelieferte Netzteil. Wo wir gerade beim Netzteil sind, das ist erfreulich kompakt mit Größe und Optik eines Raspberry Pis und mit einer gesamten Kabellänge von 2,5 Metern, die für die meisten Einsatzzwecke ausreichend lang sein dürfte. Schade finde ich trotzdem, dass hier nicht direkt auf ein USB-C-Netzteil und vielleicht eine zweite Buchse gesetzt wurde. Einige Leute werden hier vielleicht einen Netzwerkanschluss vermissen, auf den aus Platzgründen verzichtet wurde. Als Alternative wurde immerhin ein USB-C-Adapter dazugepackt, um den Anschluss nachzurüsten. Die Tastatur zählt zu den besseren, die ich bisher bei Laptops genutzt habe. Hier gibt es ein angenehmes Tippgefühl mit kurzem Hub und ordentlichem Feedback. Insgesamt könnte es aber ein Hauch präziser sein. Kleine Besonderheit, der Powerschalter fungiert hier gleichzeitig auch als Fingerabdrucksensor, um das Gerät zu entsperren. Layoutmäßig gibt es nur beim 15 und beim 17 Zoll Modell einen Nummernblock. Dieser ist beim 15er aber stark komprimiert, was ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Das heißt, hier sind einige Tasten nicht unbedingt an der Position, an der man sie erwarten würde. Was allen drei Varianten gemein ist, ist die Enter-Taste mit halber Höhe. Das mag nicht unbedingt jeder. Das Trackpad ist dagegen für mich absolut gelungen. Eine angenehme Größe, wenn auch nicht auf MacBook-Niveau, arbeitet aber absolut präzise, ebenfalls mit sehr knackigem Klicken, wenn ihr es reindrückt. Dabei werden wie üblich alle Windows-typischen Gesten unterstützt. Der Bildschirm bietet hervorragende Farben und Kontrast und eignet sich dank ab Werk recht hoher Farbtreue auch durchaus für ein wenig Fotoarbeit. Das verbaute IPS-Panel ist dabei sehr blickwinkelstabil. Die Displays der kleinen Gram 14 und 15 lösen dabei mit Full HD auf und bieten ein übliches Seitenverhältnis von 16 zu 9. Das 17er bietet
bietet dagegen eine Auflösung von 2560x1600 bei 16:10, also etwas mehr Arbeitsfläche in der Höhe. Für mich der optimale Kompromiss. Die Helligkeit geht bei meinem 15 Zoll Modell mit rund 350 Nits absolut klar, das 17er soll noch ein wenig mehr Power haben. Damit sind sie für die meisten Situationen absolut hell genug. Allerdings kann es draußen gelegentlich etwas knapp werden, denn hier wurde auf eine glänzende Oberfläche gesetzt und gänzlich auf Entspiegelung verzichtet. Die Chance auf HDR oder höhere Bildfrequenzen wurde leider nicht genutzt. Sehr schade. Kommen wir damit zu einem eher enttäuschenden Part für ein ansonsten durchaus Premium-Gerät. Und zwar die Webcam, das integrierte Mikrofon und die Boxen. Die Webcam bietet 720p und ist von der Bildqualität, wie ihr sehen könnt, eher unterdurchschnittlich. So gerade eben für Videoanrufe zu gebrauchen, allerdings auch nicht wirklich mehr. Immerhin muss man zugutehalten, die Webcam ist mal wieder klassischerweise oben, oberhalb des Bildschirms positioniert und liefert damit nicht ganz so schreckliche Bildwinkel wie manche andere Geräte. Das Mikrofon könnt ihr auch die ganze Zeit schon hören und, wie gesagt, auch das ist eher zweckdienlich mit recht aggressiver Rauschunterdrückung. Und auch die Boxen sind eher enttäuschend. Der Sound ist dünn, immerhin passabel laut, neigt aber in höheren Lautstärken direkt zum Verzerren. Das darf aus meiner Sicht bei einem Gerät aus diesem Preissegment nicht passieren. Hört einfach mal selbst rein. Damit aber zurück zu einem erfreulicheren Thema, die inneren Werte. Die sind bei allen Modellen identisch. Nur das Gram 17 hat alternativ eine etwas stärkere Konfigurationsoption im Angebot. Kern ihrer Rechenpower ist jeweils ein Intel-Chip aus der 10. Generation. Dabei wurde nicht auf die günstigeren Comet Lakes mit alter Architektur gesetzt, sondern auf die stromsparenden Ice Lake-Chips. Diese kommen mit weit potenterer integrierter Grafikeinheit daher. Dabei wird in allen Varianten auf die G7-Chips, also die stärksten GPUs, gesetzt, die Intel dabei anbietet. Alle Grams gibt es mit dem Core i5-1035 G7, gepaart mit 8 GB Arbeitsspeicher, schneller 512 GB NVMe SSD, sowie den aktuellen Funkstandards Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0. Die stärkere Alternative des Gram 17 kommt mit i7, doppeltem Arbeitsspeicher und 1 TB SSD daher. Außerdem beherbergen die beiden großen Modelle einen kraftvollen 80 Wattstunden Akku, das 14er einen mit 72 Wattstunden. Diese sollen bei den kleineren Modellen für eine Laufzeit von 18,5 und beim großen von bis zu 17 Stunden sorgen. Ob das in der Praxis auch so hinhaut, das schauen wir uns gleich an. Zahlen hin oder her, bei so einem Gerät kommt es natürlich viel mehr darauf an, wie es sich im Alltag schlägt. Und da lässt es insbesondere im Office- und Webbereich keine Wünsche offen. Die schnelle SSD sorgt zusammen mit dem Prozessor für ein flinkes Arbeitsgefühl. Gepaart mit der GPU reicht die Power neben einfachem Office und Surfen aber auch für leichte Foto- und Videobearbeitung. Wobei da dann doch bei anspruchsvolleren Aufgaben die Leistung schnell ausgereizt wird. Die Stärken liegen hier klar woanders. Auch ist das Gerät trotz etwas potenterer integrierter Grafikeinheit definitiv kein Spielgerät. Selbst bei anspruchsloseren Titeln müsst ihr teils mit reduzierter Auflösung klarkommen, damit es wirklich flüssig läuft. Der Prozessor schöpft in den Grams außerdem zugunsten von Temperatur und Lautstärke nicht sein volles Potenzial aus, was besonders unter Dauerbelastung auffällt. Bei kurzen Lastspitzen, wie im Alltag üblich, bemerkt man davon hingegen nichts. Für alle Freunde von Benchmarks habe ich in der Beschreibung noch ein paar Ergebnisse verlinkt. Bei den kompakten Ausmaßen ist natürlich auch interessant, wie gut das Gerät gekühlt wird bzw. wie laut es dabei wird. Und auch hier sind die Grams vorbildlich. Die meiste Zeit ist von dem Lüfter gar nichts zu hören. Und selbst unter Last dreht er in absolut angenehmen Rahmen auf. Darüber hinaus gibt es aber auch in der LG-Software die Möglichkeit, einen Silent Mode auszuwählen, der die CPU weiter mäßigt und das Gerät dabei nochmal ruhiger laufen lässt. Hört einfach mal kurz in den Lüfter unter Last ohne entsprechenden Modus rein. Aber auch die Leistung des Akkus ist in der Praxis absolut beeindruckend. So bringt es das Gram 15 bei einfachem Videoschauen bei mittlerer Helligkeit auf durchaus respektable 15 Stunden. Bei durchgehendem Arbeiten und Surfen waren es immer noch knapp 10 bis 11 Stunden. Wenn man sich das so anschaut, wird klar, dass diese Geräteserie eine klare Zielgruppe hat. Als extreme Leichtgewichte mit flinken Rechenkernen und ausdauerndem Akku sind sie perfekt als Arbeitsgeräte für unterwegs. Eben primär für Office, Internet und etwas anspruchsvollere Aufgaben. Mit der Akkuladung kommt man dabei mühelos durch Arbeits- oder Uni-Alltag. Bevor wir zum Ende kommen, schauen wir noch auf das Thema Aufrüstbarkeit. Und auch hier können die LG Grams insbesondere in der Klasse der Ultrabooks beeindrucken.
Zwar ist es hier etwas unschön, dass die Schrauben unter den Gummifüßchen versteckt sind, habt ihr euch aber den Weg ins Innere freigekämpft, habt ihr die Möglichkeit, die SSD aufzurüsten, sogar eine zweite einzubauen, ein Steckplatz ist nämlich noch frei, oder den Arbeitsspeicher aufzurüsten. 8 GB sind hier nämlich fest verlötet und laufen leider im Single-Channel-Modus, daneben gibt es aber noch einen freien Slot, der euch für ein Upgrade zur Verfügung steht. Kommen wir damit zum Fazit. Mit der Graham-Serie hat LG eine sehr spezielle Reihe mobiler Ultrabooks auf den Markt gebracht. Dank des Gewichts und der beeindruckenden Akkulaufzeit sind sie ideal für alle, die viel mit ihrem Arbeitsgerät unterwegs sein müssen, insbesondere für die Uni prädestiniert. Die Verarbeitung ist dabei hervorragend, durch die dünnen Materialien gibt es aber hier und da ein wenig Flexibilität. Der eigentliche Nachteil liegt in der Performance. Für Arbeiten, Surfen und leicht fordernde Aufgaben ist die Power aber mehr als ausreichend und sorgt für eine flüssige Bedienung. Nur für forderndere Aufgaben und Daddelei sind diese Laptops definitiv nicht die erste Wahl. Preislich gibt es das Graham 14 für rund 1100 Euro, das Graham 15 für 1200 und das Graham 17 für rund 1350. Was haltet ihr von der Graham-Serie? Haltet ihr die Entscheidung von Leichtigkeit statt Performance für sinnvoll oder habt ihr dann doch lieber ein paar Gramm mehr dabei? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.